Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zu Don't Starve Together, but Die Alone. Wir sind schon wieder gestorben und wir haben uns gesagt, Leute, das hier ist das letzte, ist unser letzter Versuch. Das bedeutet nicht, dass wir keinen Bock aufs Game haben, das bedeutet einfach nur, wir muten euch nicht zu, dass ihr uns die ganze Zeit zugucken müsst, wie wir scheiße sind, sondern wir tryharden jetzt unser scheiß Leben raus und jetzt wird hier nicht sinnlos gestorben und jetzt wird hier nicht sinnlos Leben gedroppt, jetzt wird hier einfach wegrasiert. Rasur. Komplette Kernrasur, Leute. Ja, wir wollen auf jeden Fall so ein bisschen, also wir nehmen die Erfahrung mit. Wir haben jetzt schon wieder bis zur Alchemiemaschine gemacht. Ja, wir haben quasi ein bisschen was nicht gezeigt, weil wir einfach glauben, das ist halt repetitiv. Man braucht ja immer so ein bisschen, bis man eine Base findet und so. Ne? Das habt ihr alles schon gesehen und das ist auch nicht so spannend. Und stattdessen sind wir jetzt hier. Auch jetzt wird es noch so ein bisschen Minecraft-meistig ablaufen, weil ich kümmere mich immer noch darum, dass wir genug geschnittenes Gras haben. Wobei da unten ist eine ziemlich krasse Ecke. Ich überlege, ob wir uns da eine kleine Mini-Base hinbauen und uns zurückziehen, wenn die Hunde kommen. Und vielleicht, also ich meine, es gibt ja verschiedene Mechanics, die wir noch auf jeden Fall erkunden müssen. Wir haben jetzt Tag 30 erlebt. Für Tag 30 wollen wir vorbereitet sein. Wobei ich denke, Tag 30 wird uns die Base nicht helfen. Also dieses Vieh hat ja echt alles putt gemacht. Ja, das hat, also ich glaube, Tag 30 verlierst du einfach deine Base und musst darauf vorbereitet sein, deine Base zu verlieren. Was meine Idee wäre quasi, ich töte alle Wölfe solo. Also ich glaube legit, dass Wölfe kein Problem sind. Ja. Sofern ich eine Holzrüstung in dem Moment habe, ist halt einfach komplett RIP. Also einfach, ich fick die einfach komplett weg. Ach man. Ich kümmere gerade ein paar Spinnen. Jo, mach das. Ich sammle hier dabei unterdessen Gräser ohne Ende. Also wie gesagt, mein Plan wäre jetzt uns um so Grundmaterialien zu kümmern, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt wieder Armor, wir sammeln wieder Sachen ein, wie Drüsen und so weiter. Ja, ich habe jetzt auch schon mal zwei Drüsen, ne? Ja, und kümmern uns halt um so Dauerüberleben. Das Einzige, was man trotzdem noch machen muss, also ich würde jetzt noch Waffen bauen, damit wir in der Lage sind, auszuscheren, denn wir wollen Zahnräder finden. Zahnräder sind irgendwie so eine Game-Mechanik, die droppt halt random, ne? Das heißt, ja, wir könnten bei Leichen finden. Noch mal gehen, ne? Ja, aber ich glaube, also ja, wir können es machen. Also vielleicht droppt es da, aber ich glaube, diese kleinen Pfade, die ist der, oder diese kleinen Stellen mit diesen Metallpferden da. Da lag das ja übel häufig. Oh lol, ich glaube, ich habe jetzt deine Bärensträuche. Alter, das ist ja hier richtig Schweineland. Ja, aber das würde ich halt erst erfahren, wenn ich den ersten Teich gefunden habe und dann irgendwie mit 20 Froschschenkeln wiederkomme. Weil können wir daraus halt einfach eskalativ viel machen, weißt du? Ja. Was Maxime meint, ist quasi, da oben ist ein Schweineland und da drüber, wenn du noch nördlich rennst, sind einfach vier Spinnennester nebeneinander. Das habe ich noch nicht gesehen, Alter. Das ist komplett widerlich. Einfach ekelhaft. Generell haben wir die Gelegenheit genutzt, die Höhlen anzustellen. Wir hoffen uns davon natürlich jetzt nochmal mehr Content, wobei wir auch sagen müssen, dass wir auch jetzt... Wir sind mit dem Content gut bedient. Ja. Das ist, glaube ich, immer recht witzig dann für Leute, die das Spiel öfter spielen, sich denken, Alter, ihr wollt Content, wie wär's, wenn ihr einfach mal nicht sterbt? So, das Monsterfleisch nehmen wir jetzt auch mit. Daraus haben wir ja gedacht, können wir mit Eis und sowas machen. Prinzipiell geht natürlich alles der Wintervorbereitung quasi. Also wir werden einfach so viel Fleisch haben, aber dafür brauchen wir halt einen Kühlschrank, damit sich das Zeug auch hält. Ja. Ja, das ist so ein bisschen die Mechanik, die gerade ansteht. Könntest du gleich mal ein paar Bäume fällen? Weil eine Truhe ist halt, glaube ich, trotz allem wieder wichtig, ne? Ich habe jetzt hier eine goldene Axt und mache jetzt super viel. Ich habe jetzt relativ viel Gräser. Ich habe jetzt 40 Gräser am Start. Also das muss doch hoffentlich. Ja, reichen. Also ich werde jetzt hier nochmal Fallen spammen. Ja. Viele in den Kommentaren haben gesagt, dass quasi die... Oh, ich kann dich sogar schon wiederbeleben, wenn es drauf ankommt. Viele haben gesagt quasi, dass die Hasen gar nicht so cool sind, wie wir denken und so. Aber ich meine, wir arbeiten halt einfach mit unseren Erfahrungswerten. Und die sind halt bis jetzt, was Hasen angeht, halt übel gut. Also die haben uns halt, die sind halt eine gute Nahrungsquelle für uns. Und vor allem, die gibt es halt auch im Winter. Also ich meine, ich bin natürlich, mein Charakter ist natürlich der größte Fan, den es gibt von Teichen, weil es halt einfach, ne, ist halt, ich kann halt fighten, ich krieg 1000 Millionen Sachen raus. Ist und halt das mega Sandwich, nice. was man die Viech da machen konnte, ist ja auch not bad, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, das Sandwich war nice, aber das war ja eher mit Karotten. Aber aus dem Teich kriegt man halt auch die Fische, ne? Und die Fischstäbchen, die waren ja das wirklich broken. Alter, die sind so viele Spinnen. Achso, du wolltest ja jetzt, dass ich, ich mache mal ein paar Fallen bei Spinnen, ne? Ja, genau. Dass wir da einfach nur entspannt abgrasen können.
Ich meine, man kann auch jedes Mal fighten, so, wenn man will. Das ist eigentlich auch kein Problem. Vielleicht ist es auch Schwachsinn, aber... Also ich stelle jetzt... Ich meine, das ist auch eine Game-Mechanik, die man, finde ich, zeigen kann, so ein Stück weit. Mach ich mal. Ah, das macht die Spinne hier. Keine Ahnung, wo man die dann hinlegt, ne? Aber ich mach das jetzt einfach mal. Also meine Mechanik gerade, ihr merkt das ja schon, Leute, ist Feinspam des Todes. Also ich bin halt wirklich einfach nur der Meinung, dass es... Gut. Einfach jedes Loch wird gefüllt und das klingt leicht anders als gewollt. Das klingt leicht sexuell, ja. Aber das so ist es halt gemeint, ne? Also ich meine, wir haben jetzt hier 4, 8, 10, 12, 14, irgendwie 14 Fallen. Damit muss man dann auch erstmal durch eine gewisse Tageszeit erstmal durchkommen. So, ich weiß nicht, ob meine Fackel hält nicht mehr so lange. Weißt du, was ich überlege? Wir werden doch manchmal von den Wölfen angegriffen und ob wir die Wölfe, wenn wir die jetzt ins Schweineland ziehen? Ey, ich kann ja einfach killen. Also das Problem ist jetzt mal, ich habe jetzt 200 Leben. Ich hatte Base-Wert 50, weil du mich so oft wiederbelebt hast. Ja. Oh, hier ist ein Spinn. Oh, Tentakel! Okay. Das ist so, die Tentakel sind einfach der Baitmaster 3000. So. Da liegen einfach zwei Spinnennetze und ich denke mir, geil. War einfach nur ein Tentakel, der die Spinnen irgendwann vor 100 Jahren gekillt hat. Jo. Also die Welt spielt sich halt einfach selbst, weißt du? Und der ist halt einfach brutal, aber so ist es, Leute. So, hier ab und zu was kochen ist natürlich wichtig, aber ich habe schon lange nicht mehr diese panische Angst, die ganze Zeit zu sterben. Aber ich habe nur eine panische Angst, jetzt kein Gras zu finden. Dann muss ich zurück zur Base. Ah, da ist eins, da ist das andere, da kann ich mir gleich eine neue Fackel machen, Leute. Und ich habe auch übrigens gemerkt, wenn Nacht ist, am Anfang fackel ich einfach nur den ganzen Planeten ab. Und arbeite währenddessen weiter. Also so ein brennender Baum gibt halt so viel Vision. Ja. Das ist halt lächerlich. Ach, schon wieder du. Ich mach gerade Spinne mit meiner Fackel platt. Wo ist die? Ja, oh, die brennt. What the fuck? Ich hab die angefackelt. Ja, dieser Feuerhund, der konnte ja auch brennen, ne? Jetzt hat die natürlich Asche gedroppt, na gut. Ja, komm, ich falte dich, wenn du hier rüberkommst, wo dein Freund gestorben ist, den ich verbrannt habe, weil da habe ich Sicht. Leute. So. Ja, während der Nacht, wie gesagt, kann man einfach ein Holzding abfackeln, aber leider ist hier gerade nichts. Ah, ich habe ein weiteres Wurmloch gefunden. Relativ oben links in der Game-Krass-Landschaft, also von unserer Base aus oben rechts. Okay. Also gerade die Dinger sind halt auch echt nochmal für uns interessant. Ja, ich glaube, ich muss mir einen Rucksack holen. Ich habe jetzt hier wirklich so viel... Wobei, ich fackel hier gerade alles ab, ne? Scheiße, es kann sein, dass die Spinnen nicht überleben da oben. Oh, das wäre nicht gut, ne? Also das ist nur ein... Es ist ein Hast du jetzt eigentlich Holz gehackt? Ja, ich habe jetzt 40 Holz am Start. Das ist gut. Aber auch Ich habe ein bisschen Asche gemacht. Wenn das okay ist. Das ist also unsere... Die Leute mit denen. Ey, das ist ein großer Wald. Warte, Maxim, nimmst du auf? Ey, bin ich schon dran? Nein, aber ich nee. Und. So, warte, ich will. Ja, jetzt. Du bist so ein kleiner Antimate, was ich, das Also, heißt, ich hab hier. Ach, schön, ich bin da einfach nur übelst vergesslich. Ich will ja Holz hacken, aber gleichzeitig möglichst viel Holzkohle haben. Ja, Holzkohle ist auch ein guter Brennstoff. Und ich glaube, ich muss jetzt hier aktive Waldrodung betreiben. Ist einfach alles abgefackelt, oder was? Nee, um uns zu retten. Oh Gott. Aber das Gute ist, hier droppen Schmetterlinge, ne? Ist auch nicht schlecht. Schmetterlinge, ja. Wenn das Positivste ist, was du zu melden hast. Nee, okay. Ich habe jetzt gerade versucht, einen brennenden Baum zu fällen. Das war nicht so schlau. Alter, Maxi, ne? Schwierig. Ich meine, ich hab dich ja vom Herzen gerne, aber du machst es einfach nicht immer einfach. Schwierig. Okay. Ah, die Schmetterlinge sind geil. Gönn ich mir. So, ja, gut, also die linke Kartenhälfte ist jetzt nicht so. Komm, öffnen wir nochmal das scheiß Geschenk. Ich muss sagen, diese Geschenke sind echt super nervig. Ich meine, Free Skins und so ist ja nice und schön und cool, aber ich bin halt, also mir ist es halt echt egal. Für mich ist es eher so ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, wärst du so nett und würdest eine Truhe machen? Ja, ich komme gleich. Ich darf jetzt mal zu dir, um zu sehen, was du getan hast. Wo muss ich hin? Ei. Wo muss ich denn hin?
Von unserer Base nach Nordosten. Nordwesten, Entschuldigung. Ah, mir ist warm. Ei, jetzt ist mir an sich warm. Ich glaube, mir ist warm. Okay, wo denn? Auf welcher Höhe? Bei den Spinnen schon? Bei den drei Spinnencamps? Links oben vom Loch. Von der Höhle. Da am Wasser oder was? Oder? Ah, weiter links hoch. Also bei den Titanen. Also von unserer Base ist es perfekt im Nordwesten. Genau, da läufst du gerade auf mich zu. Also hier, Johnny, hast du einen Rucksack dabei? Ich habe hier ganz viel Asche gemacht. What did you do? Ich habe hier wirklich viel Asche gemacht. Alter, Maxim. Ey, das hört doch nicht auf. Oh nein. Wieso? Wir haben unendlich Asche. Kohle meine ich. Es brennt. Das Schwein hat's auch mitgekriegt. Ich jobb mal das Salpeter und nehme mal Asche auf, Alter. Das Schwein. Es brennt. Ich bin hungrig. Wow, das Schwein hat gerade. LOL. Es hat gerade einen Schmetterling gegessen, hat instant Scheiße erzeugt. Die Scheiße fängt an zu brennen. GG, Alter. Okay, also Holzkohle haben wir wirklich viel. Ja, das ist richtig geil. Und da ist auch schon der Kartenrand, also. Also mein Sofi kann ich mehr verbrennen. Wir haben jetzt ein richtig gutes Early Game. Also ich kann uns unendlich wie Schmortöpfe machen. Und die Spinnen, die sind relativ weit weg vom Feuer. Oh, das müssen wir einsammeln. Drüse, kannst du mitnehmen? Ich habe leider... Ja, ich habe schon Tastenlots sind sehr monoton. Also Wobei, also ich meine, am Anfang hat man ja Angst vor den Spinnen, aber irgendwann sind die halt einfach nur noch Drüsen. Drüsenfutter. Du musst mal hier die Bäume hier links fällen. Weil sonst die Spinnen fangen sonst an zu brennen. Also du musst mal die Spinnen abschneiden, die Wege dorthin. Ja, aber ich glaube, es ist zu spät. Nee. Also bei der einen ist zu spät, ja. Aber nein, jetzt ich will euch da nur retten! Gut, dann verbrennt halt elendig, Alter. Ah, scheiße, ich hab keine Schaufel. Ah, ohne Schaufel wird das schwierig. Johnny, ich glaube, ich habe hier einen Waldbrand verursacht. Scheiße, ich krieg das doch nicht mehr weg. Alter, was machst du? Wir wollen dich retten! Okay, wir haben dich jetzt getötet, aber der Grundplan war, dich zu retten. Ah! Mann. Damn it. Ei. Ja, das ist Content, Leute. Wir verbrennen ihn buchstäblich. Hier oben, komm nach oben. Wir können sie, glaube ich, noch retten. Das Problem ist, die Baumstümpfe brennen halt auch. Hast du eine Schaufel dabei? Nee. Dann ist das. Aber du kannst halt mit auf Kosten deines Lebens den entscheidenden Baum hier die ganze Zeit. Nein! Nein! Johnny, ich will nichts sagen, aber ich bin ein bisschen glücklich, dass ich 40 Asche und 40. Also, wir haben jetzt richtig viel. Jetzt nicht du auch brennen. Alter, ich mach das jetzt die ganze Zeit mit meinem Leben, aber du kannst die Sachen halt sagen, dass die abschalten, ne? Dann brennen die halt nicht mehr. Johnny, ich geh jetzt in die Base. Ich bin. Alter, du dummer Wichser, komm her! Das ist die Scheiße. Ich hab 50 Holz und unendlich Asche! Das ist ja cool, aber ich muss hier deine Scheiße wieder retten. Nee, die eine Spinne hat dort überlebt. Alles gut. Johnny, das ist insane! So einen guten Start! Wir fucken jetzt immer am Anfang Wald ab. Ja, aber vielleicht nicht den größten, den es gibt. Fucken den Wald ab. Oh. Aber ich meine, wir haben jetzt so viel Asche und ich habe halt auch schon ein paar Spinnendrüsen. Also wir können jetzt halt auch schon wieder Heilsalben machen. Ja, Mann. So richtigen Heilsalben-Schrank. Eine Truhe, die nur für Heilsalben da ist. Kannst du dir das vorstellen? Okay, mach aber bitte mal echt 2 Truhen. Ja, ich mach jetzt. Ich habe jetzt 50 Holz. Das ist jetzt alles hier. Also, ihr hört übrigens, glaube ich, immer meine Leertaste relativ dominant, aber es liegt auch einfach daran, dass man die hier echt oft benutzen muss. Ja. Ja, da hast du gesagt. Na gut. Also ich sammle jetzt trotzdem noch die ganze Holzkohle hier auf, ne? Ja, also ich mache eine Kiste nur für Holzkohle. Also wie viele Stacks Holzkohle hast du denn? Ich habe 40 und 40 Asche. Aber so viel haben wir im ganzen Game noch nicht gehabt. Das ist halt wirklich insane. Ich muss hier jetzt eine Karotte fallen lassen. Ah, was ist denn mit der Spinne los? Die sieht richtig scared aus. Ich weiß auch warum. Die Spinne hat gerade ihre Elternteile verloren. Okay, ich habe jetzt eine Kiste, wo wir nur verbrannte Sachen reintun, okay? Alter. Aber das Schlimme ist, es brennt ja immer noch. Das ist ein Stub. Hier oben ist jetzt wirklich immer noch am Brennen. Johnny, das ist doch geil. Ich meine, ich habe hier
Oh, jetzt hat aufgehört zu brennen. Das wäre überraschend. Ja, also ich komme jetzt auch mal in die Base. Kannst du mir schon mal was braten, weil ich bin ziemlich hungrig. Ja. Ja, wir machen die Kistenaufteilung so. Wir haben eine Materialkiste und ja, eine so abgespacede mit Spinnnetzen und sowas. Weil ich okay, also seltenerer Scheiß. Ja genau, etwas seltenerer Scheiß. Okay, und dann brauchen wir aber halt auch noch... fuck! Wow. Ah, die Facke darf nicht einfach ausgehen. Das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. So haben wir nicht gewettet, Fackel, Alter. Fackel, so, Alter. Das krass ist jetzt scheinbar schon wieder hier, was ich ganz am Anfang mal abgenutzt habe. Das heißt, ich nutze hier die Zeit. Kannst du mir was braten? Ich komme halt echt nur cool damit. Ja, ja. Ich habe hier... Der Topf ist voll. Das ist super. Ja, weil ich muss halt echt viel Scheiße hier loswerden gerade. Ey, Mann. Also es gibt halt schon wieder, das Gras wächst halt schnell nach, ne? Ja, ich finde, wir haben ja alles richtig gemacht. Ja, wir haben kannst deine Fackel, by the way, wegtun, ne? Hä? Oh ja. Kannst deine Fackel wegtun. Ich hab keinen Platz. Hält's. Soll ich ja noch einen Rucksack machen? So, dann mach ich noch. Oh ja, einen Rucksack würde ich nehmen. Dann mach ich da mal die Spinnendrüsen rein. Ah, liegt da. So, war das mit der, wo ist die verbrannte Erde? Wolltest du nicht was? Wolltest du nicht was essen? Ja, mach ich jetzt. Ja. Was können wir denn jetzt aus der ganzen coolen Kohle machen? Wir machen erstmal einen zweiten Schmortopf, würde ich sagen, oder? Ja, gönnen wir uns, ne? Ich meine, ja. Wir haben 80. Wir sind halt komplett vital. Ja, wir haben halt wirklich viel abgefackelt, ne? Und aber wir brauchen mehr Steine. Ja, ich bin halt schlau. Du brauchst Steine, so. Ich hab Steine. Gib mir mal Steine, gib mir mal alle. Oh, das sind Feuersteine. Ich hab gar keine Steine. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal Stein. Oh fuck, da war ein Hase. Ja, der Hase war da irgendwie tot in dem Moment. Oder ich habe gerade gesehen, wie er reingegangen ist. Also ich hätte jetzt auch schon wieder 4 Hasen. Wir können doch daraus garantiert wieder irgendwas Cooles machen, oder? Aber die. Boah, ich versuche jetzt noch das Monsterfleisch irgendwie loszuwerden. Das ja, ich mein... hab auch noch 7. Aber brat die erstmal im Feuer und koch die dann im Schmortopf. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das. Nee, okay, bei mir kommen da immer Hackbällchen raus. Okay, aber du machst das mit auch mit 3 Bären, ne? Hast du die jetzt beklaut, die... Alter, hier sind nochmal 3 Hasen. Was hast du noch Gold? Nee. Gold hätte ich jetzt auch noch gerne, damit ich ja quasi sofort meine Power-Materialien habe. Weil meine Axt ist jetzt ganz schön... Also, wer hätte es gedacht, ne? Aber sie ist ein bisschen abgestumpft. Kannst mir gar nicht vorstellen, woran das lag, ey. So, also ich komme wieder und ich habe halt... Alter, ich habe halt wirklich Hasen umgebracht, wie sind da mehr. Hast du jetzt die Leute da oben beklaut? Oder nicht? Nee, ich habe nur 1-2 Bären von denen genommen oder sowas. Okay, weil dann gehe ich da jetzt mal hin und nehme den restlichen Bären. Oder hast du da auch abgefackelt? Nee, vielleicht bist du dorthin gewandert, aber ich glaube nicht. Wo waren das nochmal eigentlich hier? Okay. So, haben wir noch irgendwo ein Steinland? Steinland? Oh, hier ist noch ein Wurmloch. Warte mal. Ja, das oben rechts, ja, das, ne? Ja, wo geht das hin? Ich bin nicht reingegangen. Ich hatte da in dem Moment nicht so achso, viel Insanity. Ja. Man will es ja nicht übertreiben, ne? Ne? Ich hab schon mal ein paar Gräser gefunden. Hey, Wurmlöcher sind was anderes als Höhlen. Nee, ich meine nicht Höhlen, ich meine Waldbrände. Oh ja, das frag mich, was passiert, wenn wir Steine anfackeln. Du wirst es herausfinden, da bin ich mir ganz sicher. So. Warte mal, hier ist irgendwas Komisches auf der Map. Die Map zeigt mir hier irgend so ein Iglo oder sowas an. Ach nee, hier. Geh zum Walrosslager. Stimmt, das sind diese komischen schwarzen Teile. Da ist bestimmt auch irgendwas drin, aber da gehe ich jetzt mal nicht rein. Also. Wahrscheinlich besser nicht. Die Höhle hat mehr. Oh, was habe ich denn hier getan? What the fuck? Hast du schon mal Caps Lock benutzt? Caps Lock? Geht, das sieht aber krass aus. Das sieht richtig krass aus, Alter. Ah, das ist ja meine Folge, ne? Ja. Nee, ist meine Folge. Ah, das ist deine Folge. Schön. Oh, aber ich muss mal dichter machen, Alter. Das ist hier richtig dunkel hier. Ich mach ausnahmsweise mal nicht in-game. Ah, so. Also ich hab nochmal 8 Bären. Oh, hier, geil. Da oben gibt's nochmal Honig. Ich hab übrigens eine Rüstung gebaut, ne? Die liegt da neben der Base. Oh ja, die Rüstung ist mit dem Kanal. Ich muss jetzt erstmal... Also okay, das eine Wurmloch führt einfach ein Übel... Also da ist so ein Walross-Ding in der Nähe. Da wird bestimmt auch Content drinstecken. Aber... immer noch keine guten Steine.
Weil ich würde das, was... Ah, okay, hier ist Marmor. Sehr gut. Oh ja, ich habe Zahnräder. Nice. Beziehungsweise, ich habe hier... Ich habe sie noch nicht, aber hier ist nur ein Vieh. Ich überlege, ob ich dagegen kämpfe. Ja, easy, oder? Gegen ein Vieh schaffe ich das bestimmt, oder? Also ich kann sonst auch vorbeikommen und deine Hand halten. Oh, nee, meine ganz schlechte Tick-Animation. Oh. Ja, die halten halt super viel aus, ne? Ah, geht. Ey, fuck, ich verliere zu viel HP. Fuck. Okay, nee, nicht dann lass es. Dich. Dann zeig mir gleich vorhin und dann kill ich das Vieh. Du gehst in das schwarze Loch und dann nach links unten. Da gehst du quasi in so ein Grasland rein. Und das Grasland kannst du wie so einen Strohhut machen, ne? What the fuck? Was? Ich hab irgendwas ge... Läufst du von mir weg? Was? She just wants to go on the Rupataka Saga. What the hell? Ich hab hier irgendwen ge... Der läuft mir jetzt hinterher. Oh, ich hab sowas cool. wie Chester gefunden. Okay, Alraune. Was macht der? Alraune? Ja. Okay. Alraune, das ist doch die von Harry Potter. Was Oder? Macht das Vieh? Vielleicht ist das, also das sieht war das nicht diese Viechter, die du irgendwie aus der Erde gezogen hast und dann haben sie angefangen zu schreien? Wie ja. scheiße? Ja, so sieht das auch aus. Aber was bringt das denn? Harry Potter einfach gecopyrighted oder was? Ich meine, das hat ja garantiert irgendeinen krassen, geilen Vorteil, das Ding zu haben. Das machen wir eine interessante Geräuschkulisse jetzt die ganze Zeit. Apropos interessante Geräuschkulisse. Vielleicht schreit das, wenn die Wölfe kommen oder so. Tag 6 ist, weißt du, ne? Ist so, da geht's wieder Richtung Wölfe. Tag 6 schon. Hä, was willst du denn? Vielleicht kannst du mit denen interagieren und ich nicht, weil ich Fleischfresser bin. Weißt du? Eine geile Erklärung auf jeden Fall, aber... Ja. Oh, hier ist noch so ein Höhleneingang. Soll ich den auch freilegen? So. Auch ja Stein. Alter, ich finde hier keinen Stein. Das ist doch scheiße. So, Monsterfleisch. Jetzt. Ah, jetzt hab ich. Warte mal, ich wollte gar keine Nummer. Ach, ja. Alter, hör doch mal auf zu reden, Junge. Muss ich dir Scheiße geben oder so? Genau. Das ist eine Pflanze. Du musst den mit dem Ding immer hintergehen. Ich bring das Ding jetzt mal zu Scheiße. Oh, warte, kann ich bin. Ach so, was die Leute auch noch gesagt haben, wir können diese... Wir ja, können scheren, die... Ne? Genau, wir können die rasieren nachts. Aber ich weiß noch nicht, was wir mit den Haaren machen. Oder kriegen wir da Fell? Ich brate jetzt übrigens das Fleisch hier, irgendwie. Leute. Hey Leute, ja? ich hab jetzt mal kurz Fleisch gebraten, damit es halt nicht so schnell schlecht wird. Ja, auch schon am Limit. Das ist eh mal eine Folge, ne? Ach ja, stimmt, ja. Sorry, sobald es bei mir läuft, das Kamera an ist. Ist okay. Nein. Ja, also ich sollte jetzt ja eigentlich mal dahin gehen, wo du eben fast weg bist, ne? Ja. Aber ich warte mal, bis Tag ist. Alter, das Ding hört halt nicht auf zu reden. Ja, dann töte es. Nee, das ist garantiert nützlich. Ich weiß ja nur noch nicht warum. Töte es. Der Rutabaga-Saga. Ich weiß halt nicht, was es ist. Also, was die Rutabaga-Saga ist. Also ich leg dir mal ein bisschen was von meinem Essen hier rein. Oh. Ach. Na gut, kann auch die Fackel auch leer. Die ist was? Ich geh jetzt einfach zu Fuß zu unserem Lager. Dann mach ich hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Auch mehr Stein. Nein. So, boah, hier sind diese Eierviechter. Ah, das hat sich jetzt wieder selber eingekramt, oder was? Es war jetzt einfach nur ein Tag da, um mich zu erneuern. Cool, geil. Okay, geile, also geile Game Mechanik. Ich komme jetzt ins Wurmloch, ne? Ja, du gehst da ins Wurmloch rein und dann gehst du nach links und dann runter. Also ans links knallst du gegen das Meer und dann runter. Okay. Und was finde ich da dann? Die Zahnräder? Da findest du ein so ein Metallding. Nur ein? So Metallpferd. Und da, also wenn das stirbt, dann droppt 100, also hoffentlich also droppen da Zahnräder. Aber da liegt kein Zahnrad rum aktuell. Es liegt da keins rum, ne. Scheiße. Alter, was ist hier? Hier ist Lava. Hier zu Magma. Da
Okay, also nach links. Oh, wow, okay, ich habe was gefunden. Okay, und was? Ich habe etwas riesengroßes, fliegendes gefunden und ich traue mich nicht näher ran. Ja, da geh ich näher ran. Und es hat riesige Augen. Okay. Okay, es ist es ist wie eine Kreuzung zwischen einer Fliege und einem Drachen. Alter, ich will 10. Ich bin nach rechts gelaufen vom Wurmloch. Vollhöhe nach rechts. Da kommst du so verbrannter Magma-Bereich. Also ich kill jetzt erstmal den Typen hier und dann gucken wir weiter. Alter, das ist ja übel. Alter, der macht 5 Schaden. Aber wenn ich den ganzen Weg gerannt hätte und den nicht killen konntest. Hier hätte er ein bisschen mehr gemacht. Ist tot. Ich habe keine Rüstung und sowas. Donny, ich habe nackt gekämpft. Hallo. Okay, der hat ein Zahnrad gedroppt. Nice, perfekt. Nein, das reicht. Er hat 2. Ah, er hat 2 gedroppt. Alles gut. Nice. Ich glaub, und jetzt muss ich rechts rennen vom Loch. Jetzt läufst du rechts, da kannst du die Straße im Prinzip lang laufen. Du läufst die Straße komplett lang, bis es nach oben geht. Und dann gehst du nach oben. Okay. Dann findest du einfach bis es nach oben geht. Bis die Straße nach oben geht. Ja, bis die Straße nach oben geht. Also ich folge einfach die ganze Zeit der Straße. Ja, weil ich laufe jetzt auch mal an Straßen lang, damit ich hier so ein bisschen Grund erkunde. Dann laufe ich zur Base und ich habe leider sehr wenig Steine. Ja, aber bleib mal bei mir, bleib mal da, ne? Ich will das Ding hier auch, ich brauche einen Gutachter. Gutachter? Ich gehe da nicht näher ran, Alter. Ja, aber du musst mir doch zeigen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Vieh passiert. Du siehst dann quasi so kleine Magma-Teiche und dann gehst du weiter nach oben. Und die Straße geht nach unten. Nach oben geht eine Straße. Also die geht erstmal leicht nach unten, ja. Gehst so lange die Straße entlang, bis ein klarer Weg nach oben führt. Ich glaube, ich kann hier sogar eine Marmorrüstung nachher bauen. Ich baue jetzt hier gerade. Also hier ist auf jeden Fall erstmal ein Talbird-Nest. Ja, da gehst du vorbei. Oh, ja. Ich sehe es. Aber vor dem Ding habe ich irgendwie nicht so viel Angst. Glaubst du, das ist so schlimm? Testen wir das mal. Na, lass dich mal beißen. Ja, es tut schon weh. Bist du? Die machen das doch mit Absicht. Okay, es ist tot. Ja, nice, sehr gut. Ah, das hat 2 Fleischdinger gedroppt. Das war irgendwie, glaube ich, nicht ganz worth. Weil du so viel AP verloren hast, oder? Also, ich habe jetzt ein Talbird-Ei. Ich meine, ich kann das essen, aber das ist garantiert auch für was da, was man nicht essen ist. Aber es ging noch gar keine Straße nach oben, ist das Creepige. Kommt noch. Du bist jetzt an dem Nest vorbei. Das heißt, jetzt kommst du in so einen Wald, der so rötlich ist, und dann kannst du nach oben gehen langsam. Ja. Maxim, ist das mit dir jedes Mal? Ah, und jetzt hier so ein Lava-Ding. Okay, dann habe ich nicht das Ding gekillt, was du dachtest, was es wäre. Nee, das war jetzt nicht dein Gegner. Okay, das... Das ist halt brutal groß, oder? Das ist halt super hässlich. Okay, time to run. Okay, wir haben einen Endgegner gefunden, würde ich sagen. Wollen wir den irgendwann probieren? Aber da würde ich mir auf jeden Fall Pfeile und sowas bauen und 10.000 Pfeilen. Also, genau, ich bin in so ein Dude, der immer die Game Mechanics dann auch abused. Und wenn ich halt Pfeilen legen kann und die Gegner rennen da durch und sterben im besten Fall oder kriegen halt Damage, dann baue ich da 100 Traps hin. Das ist ja auch geil, ne? Ich hoffe, das ist effizient. Also, hier sind irgendwie so überall so Sachen, die du nicht mitgenommen hast, aber das hat gar nicht gekonnt, ne? Ja, ich bin da die ganze Zeit. Diese Schriftrollen und so sind nicht worth. Nee, die Schriftrollen, die sind wahrscheinlich übelst worth. Aber für mich halt. Oh, hier ist noch ein Wurmloch. Bist du da rein? Ich glaube nicht. Okay, dann geh ich da mal gerade reingucken, wo man rauskommt. Aber wobei, so viel Sanity habe ich nicht mehr. Nein, kann. Ah, der hat so viele Gräser hier. So, wo kommt. Du hast gemeint, ich kann Fleisch nehmen, Gemüse und Stöckchen, ne? Da finde ich immer, da mache ich immer irgendwas Cooles. Okay, also hier ist noch ein Wurmloch, wo man oben rechts vom Drachen rauskommt. Drachen? So, aber wir haben echt gute Abkürzungswurmlöcher. No. Ah, ich sehe deine Raune. Soll ich die mal anfackeln? Was willst du anfackeln? Ja, eine Raune. Nein! So? Die hat garantiert irgendeinen krassen Vorteil, den wir einfach nur nicht raffen. Wenn wir den abfackeln, Alter, dann täten die Leute in den Kommentaren bis nach Mappen Süd und wieder zurück. Okay, also, was passiert, wenn ich jetzt... Warte, sei mal ruhig, Ah, ich dachte, das wäre ein Hunde, Alter. So, ich mache jetzt einmal Monsterfleisch, zweimal Happen und einen Stock, okay? Da kriegst du was Geiles. Nee, du kannst auch einfach nur ein normales Fleisch machen und noch einmal Bären oder so. Aber das ist doch dann Schaschlik oder so. Ja, aber... Nee, ich mach jetzt mal das. Ich muss ja selber testen hier, was passiert. Ich weiß ja nicht. Ja, aber zwei ganz Fleisch mit einem Monsterfleisch ist halt ziemlich waste. Das wird halt 100% Kebab. Das klingt so negativ, aber es wird halt 100% Kebab. So, ich mache jetzt 100% Bumerang und töte Vögel, weil ich einfach Lust dazu habe. So,
komme jetzt mal wieder zurück zur Base. Und ja, damit endet auch diese Aufnahme. Ja, wie gesagt, sorry Leute, dass wir nochmal von vorne beginnen. Wir sind bei Tag 7. Wie gesagt, es ist der letzte Versuch. Wir werden das Ding hiermit sauber durchspielen. Es gibt jetzt Höhen, das ist der große Vorteil. Und schaut morgen unbedingt auch wieder bei Maxi vorbei. Tschüssi. Tschüss.